Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow Warrior. Ein bisschen Gemetzel letzte Zeit gehabt, aber das kommt öfter mal vor in diesem Spiel, habe ich den Eindruck. Macht eine ganze Menge Spaß, also es fühlt sich gut an, lässt sich gut steuern. Die Kämpfe sind schön dynamisch. Ich bin begeistert. Gut, haben wir hier noch irgendwas Neues? Ein weiterer, in Anführungsstrichen, Labyrinthweg. Zwei Wege, die wir gehen könnten. Da geht's wohl weiter. Na gut. Ah ne, Dämonenherz habe ich gerade nicht. Gut, dann schießen wir den vielleicht erstmal weg. So, jetzt habe ich ein Dämonenherz. Komm, bleibst du hier? Das war's dann hier aber scheinbar erstmal. Gut, hier noch ein paar Kollegen. Ja. Yep. Und zerlegt. Dafür kriegen wir auch direkt wieder Muni. Das ist gut. It looks like we have to walk around. Scheint wirklich so. Na gut, dann gehen wir halt mal außen rum. Hier lade ich nochmal fix nach. Und wir schauen mal, was... Na gut, hier geht's weiter. Was uns das hier so bringt. Hüpf. Leben. Ja gut, das lohnt sich hier gerade. Ach, und der Dicke. Okay, dem sollte ich vielleicht ausweichen. Bringst du deinen Kollegen gerade selber um? Ich hau die vielleicht erstmal weg, danke. Okay, der haut wirklich ordentlich rein. Ich glaube, den sollte ich dann per Fernkampf zerlegen. Ah, ungünstig. Leben wir jetzt auch wieder ganz gut. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Ja, yep, danke. Ich weiß nicht, kann ich da irgendwas machen gegen? Wir haben schon mal einen Arm abgeschossen. Jetzt haben wir beide Arme abgeschossen. Na doch, noch nicht. So, der wäre platt. Da kommt jetzt aber die Gefolgschaft. Ich glaube, die ist da nicht so begeistert von. Ne, Dämonenherz haben wir auch noch. Du kannst mal weg. So, nächstes Dämonenherz bitte. Da wir leben, hole ich mir mal schnell. Und für euch gibt es jetzt eine Salve MG. Obwohl, oder? Ich könnte ja mal reinrennen. Und umhauen. How about a firecracker in that ass? Leben mitnehmen, läuft. Ah, da kommen noch mehr. Unfreundliche Gesellen.
Dann sterbt mal alle schön. Oh, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Noch mehr. Zack, Leben mitnehmen und weghauen. Super, das gab Karma. Eine ganze Menge Bonus, aber war ja auch eine etwas größere Schlacht hier gewesen. Sehr gut, den ersten Bossgegner besiegt. Hier haben wir jetzt erstmal nichts. Dann verteilen wir noch die Karma-Punkte. So. Hiebe 50% mehr Schaden. Ich glaube, dann mache ich erstmal die Katana voll mit der Beherrschung und danach schauen wir mal weiter. So, das Viech wäre zerlegt. Ich überlege gerade, wie es jetzt hier... Na gut, da durch die Tür wahrscheinlich... Aber vielleicht haben wir ja noch irgendwas übersehen. Scheint mir aber erstmal nicht so. Hüpf, hüpf, hüpf. Nee, das war wahrscheinlich einfach nur hier dieser Boss-Area-Fight. Dann gehen wir mal hier weiter. Level abgeschlossen. Schön. Bisschen Karma, zwei... Dings, vier Erfolge mitgenommen. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Weiter geht's. Dann schauen wir, was uns jetzt hier erwartet. Kapitel 3, spirituelles Abführmittel. Ich glaube, die Schwalben ziehen nach Süden. Es wird Winter. Gut. Hier haben wir auch noch ein paar zerlegte Autos. Ah, hier geht's rein. Gut. Dann schauen wir mal, ob es hier was zu plündern gibt. Natürlich gibt es hier was zu plündern. Na gut, dann hier mal ein bisschen was verschossen. Leben gerade nicht, dafür das Geld. Ja, genau, Revolver haben wir auch noch ein bisschen was, was wir mitnehmen könnten. Da haben wir auch noch... Ach, das lohnt sich doch hier in dem Haus. Sehr gut. Ich könnte vielleicht auch mal hier Licht anmachen. Da geht es nicht mehr weiter nach oben. Und ich glaube, wir haben hier unten erstmal nichts übersehen. Doch, da, das Geld. Und hier wäre noch eine Kiste. Super. Wieder mal ein Haus geplündert. Können wir das nebendran auch? Nee, da ist kein Zugang. Hier geht's weiter. Dankeschön. Na? Versteck, Versteck, kein Versteck. Hi. So, der wäre durch. Ich frage mich halt auch, wann es diese Karma-Punkte gibt. Fast genug für die, um die Zweitdings hier zu machen. Also den rechten Mausklick hier. Alternativfeuer. Ich möchte hier raus. Geht das? Scheinbar nicht. Nee. Gut, dann schauen wir mal. Ah, wahrscheinlich das Fenster hier. Nehmen wir halt die Tür. Meine Güte.
So, auch hier scheinen wieder zwei Wege zu haben, die wir gehen können. Nehmen wir doch erstmal diesen. So, dann dürfen wir jetzt, genau, wir haben genug. Dann rüsten wir doch das mal direkt auf unser Pistölchen. So. Wahrscheinlich ist das dann Schnellfeuer. Können wir direkt mal austesten. Ja. Gut. Wird sich bestimmt auch nochmal als nützlich erweisen. Jetzt zum Beispiel. Ja, läuft. Sogar ganz gut eigentlich. Ja, ich glaube, hier ist Maschinenpistole dann doch etwas sinnvoller. Und Explosivsachen. Und Schwert und, ja, eigentlich alles. Alles sinnvoll. Hauptsache Monster kaputt. So, du kannst auch mal aufhören, hier rumzugeistern. Oh, oh. Leben, danke. Gib mir Leben. Hey, das war knapp. Hätte böse enden können. Nachladen, danke. Boah. Das ist jetzt gerade nicht so gut. Aber wir haben immerhin noch einen Erfolg mitgenommen und wieder leben. Ja, stimmt, wir können es ja notfalls auch noch heilen. Das verpeile ich schon wieder. So, Schwertchen sauber machen. Ich dachte, hier läuft noch irgendwas rum. Hüpf. Na, jetzt müssen wir noch ein bisschen was an Geld. Super. Müssen wieder unser Zeug hier zurückholen oder unser Geld auffrischen, nachdem wir das jetzt hier ausgegeben haben. Und einen weiteren Karma-Punkt. Das ist gut. Dann wird er auch direkt eingesetzt. Ne, Fähigkeiten bitte. So. Mit dem Hieb selbst heilen. Alles klar, da haben wir das ja fast vollständig. Fehlt noch der Flügel. Hier haben wir wohl noch was übersehen, jawohl. Hm. Sogar relativ viel. Aber ich denke, da unten geht es dann entsprechend weiter. Mal schauen. Da könnte was sein, aber es könnte natürlich auch hier noch irgendwas sein. Zum Beispiel halt irgendein offenes Haus. Ah. Da haben wir wieder ein Zeichen, das wir finden müssen und zerstören. Das, ja, wahrscheinlich ist das dann in irgendeinem von den Häusern drin. Oder halt da hinten, man weiß es ja nicht. Schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Dort ist zu, wie man unschwer erkennen kann. Wir müssen wirklich nach da hinten. Hm. Schade. Das können wir also nicht zerhauen. Dann gehen wir hier rüber. Dort ist zu soweit. Also sind wir von der anderen Seite von dem Laster, okay. Juhu, mehr Zeug zum Looten. Und mehr Zeug zum Zerstören. Ah, ne, falsche Taste.
Das war eigentlich so geplant. Jemand gespawnt, wahrscheinlich da unten jetzt. Yep. Dann schnetzen wir uns hier mal durch. Hey, was machst du denn hier? Na komm. Ne, ich sollte wieder das Katana wechseln. So, Leben mitnehmen. Und dann ist der noch dran. Könnten wir ja mal wieder hier mit zack. Der aufgeladenen Version. Ah. Arbeiten. Auf wieder, tschüss. Ja, lief gut. Hier können wir da looten. Hier können wir auch noch looten. Und Leben mitnehmen. Ich bin eigentlich froh, dass es wirklich so gut von der Hand geht hier und ich bisher noch ohne Probleme einigermaßen durchkomme. Ich weiß nicht, ob es original schwerer war. Da ich das ja auch nicht gespielt habe. Gut, was verbirgt sich hinter dieser Tür? Ah, wieder ein Bambusweg. Fairly, but we're closer to my house. I need to pick something up. We are in a hurry, you moron. You brought us to your house? Yeah. Finde einen Weg aus deinem Haus heraus, okay? Da ist gerade was kaputt gegangen. Oh, Glückskeks. Konfuzius sagt, es ist einfach zu hassen, aber schwierig zu lieben. Frankie sagt, entspannt euch. Okay, alles klar, Frankie. Ah, ich. So, da geht es ja scheinbar nicht weiter. Ach, der ominöse, brennende Reifen, der bei einem Unfall nicht fehlen darf. Gehen wir mal hier unten lang. Gucken, was er dann von zu Hause mitnehmen will. Wahrscheinlich noch irgendwie ein Comic oder so. Okay. Die spielen wie Schnick, Schnack, Schnuck oder so. Ich so ein bisschen den Eindruck. Ah, Katale her. Und lauft in meinen Angriff rein. Juhu, noch ein Erfolg. So, dann hauen wir euch noch schnell platt. Oh, den haben wir ordentlich zerschnetzelt hier. I hope you are just a vanguard of the upcoming apocalypse. Na, ich glaube ja nicht, dass das hier schon alles war mit Gegnern. Wir haben ja gesehen, dass da noch einige rumkrakeelen. Ah, zum Beispiel. Hi. Und zack. Die scheinen sich halt auch hier so ein bisschen hoch zu spawnen. Ach, das ist halt cool. Nehme ich mit, danke. Ach, und du willst dann von da oben. Na dann.
Ah, kommt her. Und wieder warten und töten. Hep, so, geht doch. Gut, der Typ da oben lebt wohl immer noch. Dann halt so. Meine Güte. So, Karma-Bonus. Haben wir einen neuen Karma-Punkt? Ich glaube eher nicht, oder? Nee, immer noch nicht. Schade. Aber genau, wir haben einen Kristall. Wofür setzen wir dann den Kristall mal ein? Hier weiter tigermäßig. Das Gebrüll könnte ich auch mal machen. There's a secret entrance somewhere around here. Don't tell me we're lost. Nö. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass man sich in diesem Spiel verirren kann. Aber wir könnten natürlich auch mal einen Folgenstopp machen. Erstmal die noch weghauen. Na? So. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.